Irgendwie sieht die echt scheiße aus. Die eine Kante, da ist mega reingesägt worden. Oben sieht die auch irgendwie nicht wirklich gut aus. Also die sieht halt echt merkwürdig aus. Ich glaube, das könnte ich besser. 50 Euro dafür. Ja, Max Payne 3. Oh, der ultimative Fidget Spinner. Für alle Mercy Mains. Natürlich gibt es ja Fidget Spinner. Ach, ich wusste gar nicht, dass es ein Fidget Spinner sein wird. 34 Euro plus 10 Euro Versandkosten. Stell dir vor, du würdest den spinnen und die dabei die ganze Zeit stirb, stirb, stirb rufen. Wow. Okay. Du bist ein bisschen zu über, wie soll man sagen, sehr begeistert von den Dingern. Aber der hat das noch nicht mal gebügelt. Der hat das noch nicht mal gebügelt. Der wollte nur gucken, ob das irgendjemand kauft wahrscheinlich. Was soll das überhaupt darstellen? Und dann bügeln, weiß ich nicht. Hammerbügel. Ach, Reinhard. Dreh's mal um 90 so. Grad. Ja, dann erkennt man es immer noch nicht so richtig, aber man kann es. Guck dir mal das zweite Bild an, da wird es, glaube ich, deutlicher. Du hast recht. Mit der Rotom ist ja mal richtig. Ja, schon ganz vollständig dann. Robin ist auch extrem schlecht. Der dritte von links unten weiß schon gar nicht, was das sein soll. Ich glaube, das ist Winston. Was ist das? Was? Ich glaube, das soll Winston sein, aber nur aus dem Ausschlussverfahren. Das sieht aus, als ob er einen Pokéball am Hals hat, denke ich. Aber ja, was ist das? Ja, Junko sieht auch aus wie falsch. So ein Zelda-Charakter irgendwie. Roadhog ist irgendwie viel zu dünn, der ist voll abgemagert. Sonst wären das so viele Perlen, da kommst du nicht mal auf die 2 Euro, Junge. Ja.